Herzlich willkommen zu einem weiteren Review hier auf dem Gadget Plaza YouTube Channel. Heute haben wir zwei Devices, beide von HTC, das HTC 8X und das HTC 8S. Das eine ist das Flaggschiff unter den Windows Phones beim HTC und das zweite ist das ein bisschen günstigere. Und die wollen wir uns doch beide anschauen. Beginnen wir am besten gleich mal beim 8S. Hier verpackt das Smartphone selber. Schauen wir uns nachher gleich an. Und der übliche Packungsinhalt, sprich der Adapter für eine USB, Wandsteckdose, Strom, USB-Kabel auf Micro-USB und natürlich Kopfhörer, um zu hören. Und das war es eigentlich schon. Hier drauf auf der Folie sind so die Hauptfeatures, die Key Features. Ist ein 4 Zoll Smartphone, hat 1 GHz Dual Core Prozessor drin, Beats Audio und eine 5 Megapixel 720p Kamera mit drin und eben Windows 8, also Windows Phone 8 drauf installiert. Das Smartphone, was gleich auffällt, es ist sehr leicht. Was auch sehr, sehr sympathisch ist, aus meiner Sicht, ist die Größe. Ich verstehe das wirklich nicht, wie man immer noch größere und noch größere, sprich Huawei hat jetzt ein 6,1 Zoll Smartphone vorgestellt. Irgendwo hat einfach alles seine Grenzen. Für mich zumindest ist ein Smartphone ein mobiles Device, das unterwegs ist. Ich muss es können mit einer Hand bedienen, nicht da irgendwie mit zwei Händen rumhantieren. Und es muss klein sein, gut in die Hosentasche passen. Und fertig. Für alles andere habe ich Tablets und ja. Aber ja, Ansichtssache. Zurück hier zum Smartphone. Vielleicht, wenn wir es uns genau anschauen, oben findet ihr den Klinkenstecker für den Kopfhörer, was wir vorher hatten. Dann den An- und Ausschalt-Button. Auf der rechten Seite, hier findet ihr die Lautstärke-Wippe. Und unten für die Kamera direkt auslösen. Dann hier der Micro-USB und das Mikrofon für die Aufnahme und auf dieser Seite ist nichts. An der Front sind die drei Bedienungselemente zurück, Home, also auf dem Screen, sowie die Suche, touchbasierend. Neben der Lautstärke-Buchse findet ihr die verschiedenen Sensoren, Annäherungssensoren, Umgebungslichtsensor etc. Und auf der Rückseite ist eine 5-Megapixel-Kamera, wie schon gesagt, mit 720p und einem Flash, sprich einem Blitz. HTC-Logo, Beats und der Lautsprecher selber. Das Ganze ist ja ein bisschen ein aufgebohrtes Audiosystem, wo man wirklich in dem Sinn bessere Musik rauskriegt. Sprich, Beats funktioniert über angeschlossene Devices hier. Dann gehen wir doch kurz auf die Maße ein. Hier 120,5 x 63. Und in der Dicke sind es 10,28 mm. Merkt man diesem Gerät mehr an als dem schnelleren, also dem Flaggschiff auf dem 8X. Aber auch hier, wirklich, es ist halt klein. Es ist wirklich, wenn man es vergleicht, es geht etwa in die Richtung vom iPhone. Was, wie gesagt, sehr, sehr sympathisch ist. Es wiegt 113 Gramm, heißt, es ist sehr leicht. Die Rückseite ist ein bisschen rutschfest, was auch praktisch ist. Es ist ein 1700er mAh Akku mit drin verbaut. Wie wir schon zu Beginn gesagt haben, ein 4 Zoll Display, Super LCD nennt sich das Ganze, was hier verbaut wurde. Hier in unserem Test ist es das schwarze Modell. Das Ganze gibt es in vier verschiedenen Farben, Ausführungen. Vielleicht hier drauf grau mit dem grünen Balken unten. Es gibt eben das schwarze, dann rot, in rot bleibt ganz und in schwarz. Hierbei, bei den farbigen Modellen, ist jeweils dieser Ring sowie vorne natürlich durchgehend. Und hier die Muschel des Speakers wird auch noch, ich hoffe ihr seht es hier, farblich angepasst. Also wirklich schön designtes Teil. Es hat auch, wenn man es zum Beispiel eben vergleicht, wie sagt man so schön, es hat nicht diese runden Ecken. Ja, die lieben Patentstreitigkeiten. Wenn man es vergleicht mit dem One X, was natürlich eine Nummer größer ist,
aber auch hier seht ihr schön, wirklich, es ist anders, da es wirklich eckig ist. Es gefällt, es ist wie gesagt in ähnlicher Größe wie das iPhone. Zu den Innereien noch, es ist ein 1 GHz Qualcomm S4 Dual-Core Prozessor drin. Dieser wird unterstützt von 512 MB RAM und interner Speicher, nicht erweiterbar, von 4 GB. Alles schon recht knapp bemessen. Muss aber auch bedenken, das Ding kostet 320 Franken, also es ist wirklich ein günstiges Smartphone. Und wie schon iOS beweist auch Windows Phone immer wieder, es kommt nicht auf die Gigahertz und auf die x-fachen Prozessoren drauf an, sondern es geht darauf hinaus, dass das Smartphone auf das OS oder umgekehrt, das OS auf das Smartphone zurechtgeschrieben ist und dann funktioniert auch das schnell. Das zeigen wir euch dann aber im zweiten Video. Nachdem wir euch das 8X vorgestellt haben, werden wir sicherlich die beiden gegeneinander mal ein bisschen ausspielen. Mal schauen, wieso die Unterschiede sind von der Leistung her. Das war ein kleines Video zum HTC 8S, dem, kann man sagen, Low-Budget Windows Phone Smartphone von HTC. Ein geniales, fühlt sich wie gesagt genial an in der Hand. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, Bilder und Textreview sowie die ganzen Links, wo es erhältlich ist, findet ihr auf www.gadgetplaza.ch unten eingeblendet. Und ja, auf www.pokipsi.ch/win8 findet ihr die ganze Geschichte um den Windows 8 Test, den ich aktuell mache. Schaut da mal rein, sehr interessant. Und ja, auf bald, euer Pokipsi für gadgetplaza.ch. Tschüss!